Ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Civilization 6. Diejenigen unter euch, die mein letztes Let's Play gesehen haben, das war die erste Runde. Wir sind mit Brasilien gestartet und haben auch schon die ersten 11 Runden hinter uns gebracht. Wir haben schon einen Speer gebaut, einen Handwerker und sind jetzt von der Hauptstadt aus gesehen Richtung Osten gewandert, um da mal zu gucken, was ist. Wir haben jetzt eigentlich herausgefunden, dass im Westen in Anführungsstrichen nur Meer ist. Das heißt, ich würde auch aufgrund der fehlenden Forschung, die es mir ermöglicht, Wasser zu überqueren, erstmal Richtung Osten gehen. Und hier war es jetzt so, dass wir schon ein Barbarenlager entdeckt haben, was ich jetzt auch versuchen werde zu vernichten mit meinem ersten Krieger. Und mit dem Speer werde ich weiter Richtung Osten ziehen. Der hat sehr nett jetzt eine Beförderung bekommen, die es ihm ermöglicht, durch unwegsames Gelände, in dem Fall Regenwald und Dschungel, sich schneller fortzubewegen, sodass wir auch hier schneller einen Einblick über die Karte kriegen werden. Und je nachdem, was wir jetzt hier im Osten hinter dem Fog of War so finden, werde ich auch zeitnah einen Siedler produzieren und schnell meine zweite Stadt bauen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen mal eine Runde weiter. Gucken, ob was Interessantes passiert. So, ja, jetzt ist leider, hat man hier unten jetzt schon gesehen, das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte. Jetzt hatte ich in der Hoffnung, dass keine weiteren Barbareneinheiten um das Barbarenlager sind, das Lager angegriffen, um es schnell auszumerzen. Weil gerade am Anfang können die halt hart nervig sein, die Barbaren. Das hat jetzt zwei Runden auch gut geklappt. Mein Krieger, der war jetzt schon bis auf den gelben Bereich runtergerockt. Jetzt im nächsten Zug hätte ich wahrscheinlich trotzdem das Barbarenlager angegriffen und dann auch eingenommen. Glück im Unglück, hätte ich das gemacht, ihn mit relativ niedriger Energie hier auf das Barbarenlager geschickt, hätte ich vielleicht den Speerkämpfer vernichten können. Da wir nun aber wissen, dass da im Fog of War auch eine weitere Kriegereinheit eines Barbaren ist, hätte der uns wahrscheinlich platt gemacht. Darum jetzt eigentlich ganz gut. Ich hatte in der letzten Runde, habe ich mir eine Beförderung verdient. Die werde ich jetzt auch einsetzen. Das heißt, die heilt den auch. Das heißt, ich habe natürlich hier bessere Chancen gegen den. Der Speerkämpfer, der hat sich jetzt erstmal weggezogen. Das ist auch erstmal soweit ganz gut. Trotzdem sollte es Ziel sein, so schnell wie möglich das Barbarenlager zu vernichten, damit nicht weitere Barbaren spammen. Ich werde jetzt hier einfach mal die Beförderung vergeben. Das ist jetzt auch immer so ein bisschen situationsabhängig, in welche Richtung man geht. Besser Verteidigung gegen Fernangriffe oder Kampfstärke gegen Nah- und Fernkampfeinheiten. Also aus meiner Spielerfahrung ist es eigentlich so, 9 von 10 Fällen ist das am Anfang erstmal sinnvoller. Also der Schlachtruf, weil gerade am Anfang versucht man ja ein bisschen offensiver gegen die Barbaren vorzugehen und die in der Regel auch eher selten eigentlich Fernkampfeinheiten haben, macht das erstmal am Anfang Sinn. So, der Lümmel wurde geheilt, das ist schon mal ganz gut, plus den Bonus, den wir von unserer Sozialpolitik haben. Schauen wir mal, was so passiert. So, weiter geht's hier oben mit unserem Speer. Was man jetzt hier relativ schön sieht, durch die Beförderung habe ich einen viel größeren Wirkungskreis. Gehe jetzt mal so Step by Step vor. Und da sehen wir schon das nächste Barbarenlager. Ich hoffe, dass das auf einer Insel liegt und die mich erstmal nicht nerven können. Wäre mir auf jeden Fall jetzt erstmal ganz wichtig. So, ziehen wir den einen weiter. Okay, ich zoome mal ein bisschen ran. Also das sieht hier schon so ein bisschen danach aus, dass hier eine Landverbindung besteht. Das ja, wäre jetzt nicht so schön, jetzt schon direkt in der Nähe wieder ein zweites Barbarenlager zu haben. Aber wir schauen mal weiter, was es da so gibt. Weil eigentlich war das Ziel ja jetzt auch irgendwo nochmal eine zweite Stadt zu gründen. Nun ist es tatsächlich leider so, dass die Startposition von uns, sage ich mal vorsichtig, okay war. Wir haben eine Luxusressource in der Nähe, also auch wirklich nur in der Nähe. Eine zweite fehlt leider, sodass ich eigentlich die Hoffnung gehegt habe, dass wir durch Erkundung hier fruchtbares Land plus weitere Luxusressourcen finden. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Müssen wir mal gucken, ob wir mit dem jetzt weiter Richtung Norden gehen oder Richtung Osten, ob jetzt hinter diesem Wüstenstreifen noch was ist.
Oder hier beziehungsweise im Süden noch was Interessantes zu finden. Gut. So, erstmal unser Handwerker. Der hat hier in der letzten Runde schon den Bauernhof gebaut. Wir würden ihn jetzt mal hier hinschicken, damit wir relativ schnell Wachstum bekommen, unsere Stadt schnell wächst. So, jetzt gucken wir mal, was unser Barbarenkrieger da unten macht. Ob er angreift, sich zurückzieht oder hier auf das Barbarencamp geht. Gut, er greift an. Aber das ist auch nicht schlecht. So, jetzt bleiben wir mal hier im Konflikt im Süden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann den hier verschanzen, den Krieger, und die Barbaren einfach immer so lange gegen anlaufen lassen, bis die sich im Endeffekt selbst aufgerieben haben und ich eventuell mit dem Schleuderschützen, der jetzt auch fertig geworden ist, das Ganze nur noch aufwischen muss. Andere Möglichkeit wäre, ich bin ein bisschen aktiver und ziehe mit den Barbaren hier ins Lager. Das hätte den Vorteil, dass ich einmal das Lager vernichte und dadurch Geld bekomme. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil, ich habe erstmal Ruhe von Barbaren. Also Ruhe in dem Sinne, dass keine weiteren Einheiten der Barbaren spammen. Ein Nachteil wäre, ich würde auch ein bisschen länger benötigen, um den Krieger hier auszuschalten. Und ich könnte auch keine Runde regenerieren. Also das sieht man jetzt hier relativ schön. Wenn ich den jetzt eins vorziehe, sind alle Bewegungspunkte aufgebraucht und ich könnte den nicht mehr in den Verschanzenmodus setzen. Und ich weiß zu 100%iger Sicherheit, dass der Krieger ja weiterhin angreifen wird. Weiterer Nachteil ist, wenn ich Pech habe, zieht der Speer hier an mir vorbei. Der kommt eventuell aus einem anderen Barbarenlager, was wir jetzt hier unten noch nicht entdeckt haben. Der zieht auf meine Hauptstadt, erkennt diese und sagt, okay, oder ja, hat dann die Hauptstadt entdeckt und weitere Barbaren kommen von unten. Das wäre ein weiterer Nachteil. Da müssen wir vielleicht zusehen, dass wir den mit dem Schleuderschützen, den wir jetzt hier haben, beziehungsweise mit dem Krieger, den wir jetzt hier schon haben, in irgendeiner Form abfangen. Ich würde jetzt tatsächlich aber Folgendes machen. Ich gehe auf das Barbarenlager. Hoppala, verklickt. So, das hat jetzt den Vorteil, ich habe auch einen weiteren Inspirationsmoment ausgelöst, da ich das vernichtet habe. Ich habe ein bisschen Geld bekommen und ich sehe auch ein bisschen mehr. Und das, was ich hier sehe, das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Ich sehe nämlich zwei Sachen. Erstmal, ich habe eine zweite Luxusressource entdeckt, und zwar in dem Fall Zucker. Ich sehe, hier ist auch Süßwasser. Das heißt, das bietet sich schon mal für eine zweite Stadt eigentlich ganz gut an. Und ich sehe den Speerkrieger nicht. Also der hier ursprünglich in dem Barbarenlager war, der scheint sich irgendwie verzogen zu haben. Das war so ein bisschen auch meine Befürchtung, dass ich jetzt hier gegen zwei Barbareneinheiten zu Felde ziehen muss. Das hat sich hier nicht bewahrheitet. Den Speer kann man in der Regel eigentlich immer außen vor lassen. Der greift nie an. So, das heißt, hier meine Bewegungspunkte aufgebraucht. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Ich habe jetzt hier oben noch meinen Krieger. Jetzt gibt es auch hier zwei Möglichkeiten. Ich ziehe Richtung Norden. Ich sehe hier jetzt schon relativ schön, es besteht leider eine Landverbindung. Das heißt, über kurz oder lang werden auch Barbaren von hier oben, also vom Norden, versuchen, in mein Reich zu fallen. Oder ich gehe weiter Richtung Südosten und erkunde den Bereich hier. Ich werde mir allerdings jetzt das so machen, ich werde mit dem Richtung Norden einmal gehen, um zumindest zu gucken, was uns hier oben erwartet. Für hier unten, was das Erkundung oder was die Erkundung angeht, habe ich ja schließlich immer noch den Krieger und auch eine zweite Militäreinheit, den Schleuderschützen. Darum, Step by Step, ein Weg vor. So, also hier die Landverbindung. Ich sehe erstmal noch keine weiteren Einheiten. Ein Riesenvorteil, den ich jetzt habe gegenüber den Barbaren. Mein Speer bewegt sich deutlich schneller durch, nicht durch Hügel, sondern durch Wälder, sodass ich gegebenenfalls mich auch schnell verpissen kann, wenn ich jetzt hier weitere Einheiten entdecken sollte, was jetzt erstmal nicht der Fall ist. Dann versuche ich mich mal ganz nonchalant an dem vorbeizudrücken. So, hier sehen wir schon einen Krieger. Ein Speerkämpfer, der wird uns auch entdeckt haben, vermutlich gleich angreifen, da ich jetzt hier aber keine weiteren Aktionspunkte habe, verlasse ich hier oben diesen Schauplatz, gehe Richtung Süden meiner Hauptstadt, schnappe jetzt mal meinen Schleuderwerfer und ziehe den hier in den Konflikt. Zwei Gründe.
mehr Militäreinheiten zur Unterstützung. Ich will das Ganze hier ein bisschen erkunden und auch aufgedeckt lassen. Warum? Es besteht immer die Möglichkeit, dass in Geländefeldern, die ihr schon entdeckt habt, die dann aber wieder zurück in den Nebel des Krieges fallen, also wie man hier sieht, immer wieder Barbarenlager spammen. Das möchte ich jetzt eigentlich vermeiden, weil ich möchte jetzt tatsächlich durch diese Neuentdeckung eigentlich so schnell wie möglich einen Siedler hier an diese Stelle bekommen. Weil die sieht für mich erstmal relativ fruchtbar aus. Ich habe Süßwasser. Ich habe Produktion hier im Süden durch den Stein, eventuell hier oben auch noch weiter. Eventuell, das sehe ich hier auch noch nicht, Zugang zum Wasser und natürlich die beiden Luxusressourcen, die ich benötige. So, das heißt, ich würde den Krieger, den Schleuderschützen, Entschuldigung, auch dahin ziehen und würde jetzt tatsächlich auch, 5 Runden finde ich meiner Meinung nach, ist auch nicht viel, schnell einen Siedler bauen. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe ja, außer was die Geländefeldverbesserung angeht, meine Hauptstadt kaum verbessert in Richtung struktureller Gebäude. Monument ist meiner Meinung nach ein total überflüssiges Gebäude, das kann man irgendwann mal bauen, wenn man wirklich nicht weiß, was man machen soll. Kornspeicher schon sinnvoll, bringt uns Nahrung und Wohnraum. Aber dadurch, dass wir hier so massiv viel Nahrung abbauen können durch die Bonusressourcen, ist das erstmal, was Nahrung angeht, nicht zwingend erforderlich. Zudem hatte ich auch am Anfang und auch im ersten Let's Play gesagt, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich Städte spammen. Darum, Siedler wird in Auftrag gegeben. Gut, bleiben wir mal so, gehen eine Runde weiter und gucken, was passiert. Meine Vermutung, der greift natürlich meinen Krieger an. Der Krieger da oben wird auch den Speer angreifen. Schauen wir mal, was passiert. So, jetzt machen die anderen Spieler auch ihre Züge. So. Wir werden auch gleich mal auf die Punkteverteilung gucken, um mal zu schauen, wie es bei den Konkurrenten steht. Gehen wir erstmal in den Süden. So, wieder erwarten hat jetzt der Krieger vom Barbaren meinen Krieger hier nicht angegriffen. Der Speer ist jetzt weiter Richtung Norden gezogen, in Richtung meiner Hauptstadt. So, auch jetzt 2 Möglichkeiten hier mit meinem Krieger. Ich kann mich verschanzen in der Hoffnung, A, dass der angreift, und B, was auf jeden Fall passieren wird, ich regeneriere mich. Zweite Möglichkeit, ich kann direkt angreifen. Man sieht das jetzt hier unten relativ schön bei der Kampfauswahl. Dadurch, dass ich schon eine Stufe aufgestiegen bin und ich auch die Sozialpolitik-Disziplin gegen Barbaren nutze, kann ich den relativ schnell vom Feld fegen. Wo ich allerdings ein bisschen Schiss hatte, das hatte ich ja eben noch gesagt, hier irgendwo versteckt sich ja immer noch ein Speerkämpfer. Ich glaube zwar nicht, dass der so schnell hier in diesen Konflikt eingreifen kann, um meinen Krieger wegzuputzen. Allerdings würde ich auch in Anbetracht des Schwierigkeitsgrads hier erstmal ein bisschen auf Sicherheit spielen, sodass ich den wirklich zumindest für eine Runde erstmal verschanzen lassen würde. Mein Schleuderschützen, den ziehe ich tatsächlich natürlich weiter Richtung Süden, um in den Konflikt einzugreifen, eventuell um den hier wegzuputzen, aber auch natürlich, um den Speer davon abzuhalten, meine Hauptstadt zu entdecken. Plus, warum bringe ich jetzt auch den Schleuderschützen so ein bisschen ins Spiel? Dazu gehen wir einmal auf die Forschung. Und zwar, ich bin eigentlich immer ein Fan von Bogenschützen. Gerade im frühen Spielverlauf ist es eine unglaublich mächtige Einheit, insbesondere dann, wenn relativ viele Barbaren um euch spammen oder ihr früh schon in Konflikt mit einer anderen Zivilisation kommt. Um hier den Bonus abzuschöpfen, um die Forschung schnell abschließen zu können, ist es notwendig, im Kampf mit einem Schleuderschützen siegreich zu sein. Und das versuche ich eigentlich gerade immer am Anfang. Problem bei diesen scheiß Schleuderschützen ist, die können immer nur ein Feld weit schießen. Das ist halt immer doof, weil da muss ich natürlich an die Nahkampfeinheiten ran. Ich mache das eigentlich ganz gerne immer so, dass ich die runterkämpfe, wie man hier eigentlich schön sieht, und mit dem Schleuderschützen das Ganze nur noch abstaube. Hat den Vorteil, dass er relativ sicher einen Kill bekommt, der Forschungsheuriker ausgelöst wird und er keine Lebenspunkte verliert. Ob das jetzt so funktioniert, schauen wir mal. Gut, hier, Handwerker ist angekommen, baue ich natürlich sofort eine Farm.
So, und in den Konflikt Richtung Norden. So, jetzt gibt es eigentlich leider nur eine Möglichkeit. Ich muss mich zurückziehen, weil hier seht ihr eigentlich, mein Speer hat gegen einen normalen Krieger trotz des Disziplinbonus über die Sozialpolitik eigentlich gar keine Schnitte. So, das heißt, ich könnte mich jetzt relativ schnell zurückziehen, was im Grunde genommen auch kein Problem wäre. Das ist jetzt aber aus zwei Gründen schade. Und zwar, ich habe eben, als der Fog of War verschwunden ist, hier entdeckt, seht ihr hier Forschung auf den Geländefeldern. So, meine Vermutung ist jetzt, dass sich hier im Fog of War ein Naturwunder versteckt, das ich eigentlich ganz gerne entdecken würde. Warum? Gehen wir mal wieder auf den Forschungsbaum, weil ich dadurch den Heureka-Moment für die Astrologie auslöse. Und das wäre eigentlich vielleicht in der nächsten Forschungsrunde die Forschung, die ich anstoßen möchte, weil ich ganz gerne natürlich schnell eine heilige Stätte bauen möchte, um Punkte für den großen Prophet zu bekommen, um im großen Spiel der Religion nicht leer auszugehen. Ja? Das bringt mich eigentlich auch schon auf die große Persönlichkeitsliste, wenn wir vielleicht mal kurz drauf gucken. Und hier in den Bereich für den großen Propheten, das ist eigentlich so der Bereich, was ich jedem empfehlen kann, wo man gerade am Anfang öfter mal einen Blick reinwirft. Die Anzahl der Religionen ist natürlich begrenzt. Ich glaube, jetzt bei 6 Spielern müssten es oder dürften es 5 Religionen sein oder sogar nur 4. Ne, 5 müssten es sein. So, und ich sehe ja hier schon, irgendeine andere Zivilisation hat auf jeden Fall schon einen heiligen Bezirk gegründet oder irgendeinen Bonus in irgendeiner Form, sodass die Punkte bekommen. Noch bin ich entspannt, weil alle anderen Zivilisationen stehen immer noch hinten vor. Sodass wir da jetzt erstmal noch keine Panik bekommen müssen. So, ich würde jetzt an der Stelle ein bisschen auf Risiko spielen. Ich würde den tatsächlich verschanzen lassen. Ich weiß, der hier wird angreifen, der zieht sich nicht aus dem Barbarenlager zurück. Ich werde den versuchen, so lange angreifen zu lassen, bis der eine relativ geringe Energieanzahl hat. In der Hoffnung, dass durch die permanenten Angriffe der so viel Erfahrung sammelt und ich eventuell in der Zwischenzeit nochmal upgraden kann und den dann sogar eventuell mit dem Speer wegputzen kann. Ist jetzt ein bisschen auf Risiko gespielt, würde ich aber gerne eingehen, weil ich das hier relativ schnell erkunden möchte, um zu wissen, ist da auch wirklich ein Naturwunder, um den Heureka-Moment abzufrühstücken. Sollte ich jetzt hier Schwierigkeiten bekommen und eventuell der rauszieht oder aber noch eine andere Einheit hier spammt, dann kann ich den relativ schnell zurückziehen. Ich muss nur darauf aufpassen, dass der nicht in dieses Feld zieht, weil dann durch den Kontrollpunkt kann ich hier nicht schnell durchziehen, sondern nur bis hier und ich habe die Gefahr, die Einheit zu verlieren. Und gerade am Anfang des Spiels finde ich es enorm wichtig, keine Einheiten zu verlieren. Also da sollte man wirklich raushalten. So, nichtsdestotrotz, wir verschanzen uns mal und gehen nochmal ein wenig in die Totale, um beide Konfliktsituationen im Blick zu haben. Machen wir eine Runde weiter. So. Schauen wir mal. Man merkt schon, beim Spiel mit 6 Spielern rödelt er ein bisschen länger bis zur nächsten Runde, weil er alle... So, der greift wie erwartet an. So, und hier unten ist tatsächlich nichts passiert. So, das ist schon mal ganz gut. So, wie würden jetzt die nächsten Schritte aussehen? Also, ihr seht, also das kann man hier relativ schön erkennen, obwohl der Krieger eine deutlich stärkere Einheit ist als mein kleiner Speer, durch den Angriff hat er... ein bisschen mehr als ein Viertel seiner Lebenspunkte verloren und ich, also wirklich minimal, ja, ein bisschen mehr als 10%, 12 und der Krieger hierhin, oh, das war jetzt ein Fehler, ja, das darf auch mal passieren, ich habe mich verklickt, ich wollte eigentlich nur mit der Maus hier drüber gehen, habe aus Versehen drauf geklickt, ist jetzt aber gar nicht mal so schlimm, ich habe ihn jetzt wirklich in den roten Bereich runtergeschossen, während mein Speer sogar noch ja, mehr als 50% hat, würde ich sagen. Ja, über 60% Lebensenergie, 62% im gelben Bereich. So, wenn ich jetzt Glück habe, Glück im Unglück, zieht der sich gleich zurück, sodass ich dem ein bisschen nachstellen kann. Werden wir gleich mal in der nächsten Runde sehen.
Ich würde jetzt hier unten mein Schleuderschützen nachziehen. Also hier sehen wir Hügel, das heißt, er wird eh die nächste Runde auch nur auf eins der beiden Felder kommen können. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass der Speer hier hinzieht, dann kann ich den schon mal ein bisschen anschießen. Dann wird er sich wahrscheinlich zurückziehen und wenn ich Glück habe, kann ich den dann mit dem Krieger, den ich hier noch habe, beziehungsweise vielleicht sogar noch mit dem Schleuderschützen aufwischen. Der hat jetzt wieder erwarten nicht angegriffen. Das sieht so aus, als ob der sich auch verschanzt hat. Ich muss den da jetzt aber wegkriegen, weil in drei Runden kommt schon mein Siedler. Hier irgendwo turnt noch ein Speerkämpfer von eben rum. Also der muss weg. So, darum Angriff. Ihr seht auch, ist eigentlich ein Sieg. Er wird jetzt als geringer Sieg ausgelobt. Das ist aber auch in Ordnung. Ich habe ja hier noch meinen Schleuderschützen. So, das heißt, wir greifen an. Das sieht soweit mal ganz gut aus. Ich habe hier noch der kann noch eine Aktion ausführen. Und mit dem würde ich dann tatsächlich hier auf die Bananen gehen. Die kann ich jetzt noch nicht abbauen. Dafür benötige ich die Bewässerung. Aber ihr seht ja hier oben schon, eine Runde noch, dann ist es soweit. Leider kann der noch kein Wasser überqueren. Das heißt, der braucht sicherlich 4-5 Runden, bis der hier oben ist. Geht leider nicht anders. Muss so sein. So, schnelle Runde, schnelles Ende. In der nächsten Runde, also wo ich vor allem drauf gespannt bin, ist, was der jetzt hier oben macht. Ich hoffe, der zieht sich zurück, weil sonst kommt mein Speer schon ein bisschen in Bedrängnis. Hier unten, da sehe ich jetzt eigentlich überhaupt keine Probleme. Mit den Einheiten, die wir haben, werden wir das wegwischen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der halt meine Stadt nicht entdeckt. Falls er sie entdeckt, müssen wir den schnell platt machen. Aber da sehe ich jetzt eigentlich keine großen Probleme oder Konflikte auf uns zukommen. Sodass wir aber eigentlich, was hier oben angeht, schon ein bisschen interessant oder spannend in die nächste Runde gucken können. Generell aber, bisher läuft das so, wie ich mir das vorstelle. Das passt soweit, wenn wir hier jetzt in den nächsten, ja, sag ich mal, 5 bis 8 Runden es schaffen, noch eine zweite Stadt zu gründen, bin ich erstmal, was das Spiel zu Anfang angeht, sehr zufrieden. Ein kurzer Blick vielleicht noch auf die Punkte, was machen die Mitstreiter. Und daran erkennt man eigentlich auch relativ schnell, was ich am Anfang gesagt habe. Bei meinem ersten Let's Play, die anderen Spieler rennen einem relativ schnell davon. Also ich bin jetzt gerade, obwohl ich meine, eine günstige Startposition zu haben und bisher so fast alles, ja vielleicht nicht optimal, aber auch nicht unbedingt falsch gemacht zu haben, mit 15 Punkten der Letzte, während einige hier schon knapp doppelt so viel haben. Das heißt, ich finde gerade am Anfang ist es wichtig, Städte zu gründen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten, weil irgendwann bedrängt einen die KI. Das wird so oder so passieren. So, darum an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich immer über Kommentare, auch konstruktive Kritik. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch Spaß gemacht. Freue mich, dass ihr vielleicht das nächste Mal einschaltet und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim neuen Let's Play von Civilization. Auf Wiedersehen.